Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 21. März 2019, zweiter Portaltag und Vollmond. Nach indischen Berechnung, und das ist eine sehr präzise Berechnung, bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fische. Die beiden Lichter stehen exakt gegenüber. Die Sonne kann Mond voll und ganz beleuchten und wir erleben das als Vollmond. Die indischen Astrologen sagen, dann wird das Weg beleuchtet, der Weg, wo wir gerade uns befinden, oder dient dieser Vollmond zum Orientieren oder Neuorientieren. Themen sind eine Vision zum Haben, was wir erreichen möchten, ein Traum, das als Ziel setzen, das Vertrauen, daran glauben, und Vertrauen, das Fluss des Lebens und dann loslassen, geschehen lassen und dann kommt zum Erfüllung. Aber wir sollen auch bescheiden sein und nur solche Träume pflegen, was auch realistisch ist. Also hier müssen wir auch trennen Spreu von Weizen und das aber befestigen und in Ordnung zu bringen. Gleichzeitig ist es auch ein Heilenergie. Die zweiten Portaltag haben wir heute. Diese Portaltagen gehen zurück zum Maya-Kultur, zum Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet. Sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse, und so entsteht die Maya-Kalender, eine sehr präzise Kalender, anderes als unserem Kalendersystem. Unter unserem Kalendersystem die Rechnung geht lineal, und bei Maya-Kalender, aber auch bei chinesischen Kalender sind wiederkehrende Zyklen, und das in Harmonie zum Natur, in Harmonie zum kosmischen Einfluss. Und die Maya-Kalender beschreibt immer die einzelnen Tage und beschreibt die Qualität. Was können wir verbessern? Worauf sollen wir achten? Was passiert genau? Und dieser Kalender ist wirklich sehr genau. Unserem Kalender, was wir benutzen in unserer westlichen Kultur, geht auf Papst Gregor zurück. Das ist die gregorianischen Kalender, hat mit Natureinflüsse, mit diesen wiederkehrenden Zyklen, mit kosmischen Einflüssen überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir naturgemäß leben möchten und in dieser Schwingung uns anpassen auf diese Energie, was von außen kommt, von Mutter Erde oder von kosmischen Einflüssen, dann empfehle ich die Maya-Kalender oder die chinesische Astrologie, ist auch ein Kalendersystem. Die Naturvölker haben das ganz genau beobachtet und beschrieben. Nach diesem Maya-Kalender befinden wir uns gerade in der achten Welle. Eine Welle dauert 13 Tage lang und das ist so ähnlich wie bei uns die 7 Tage Wochen. Diese achte Welle ist um 12. März begonnen und dauert bis 24. März 2019. In dieser Welle ist wichtig Sicherheit, Stabilität, Struktur und unsere Wünsche, unsere Ziele im Tat umsetzen. Wir sind in die Welle die Entwicklungswegen und wir sollen gerade bestimmen und auch erkennen, was ist unsere Lebensaufgabe, wo ist unser Platz im Leben, unseren Lebensumständen genau anschauen und die Frage stellen, wie geht es jetzt weiter?
die Hindernisse aus dem Weg räumen. Oft ist die größte Hindernis unsere Angst und Angst blockiert. Und dann kommt, wenn wir diese Hindernisse aufgeräumt haben, ein Heilenergie, Glück, ein Aufstieg. Das ist dieses Thema, was die Welle betrifft, bis 24. März. Heute ist die 10. Tag dieser Welle. Diese Zahl 10 bedeutet von allem trennen, von allem uns befreien, was uns gefangen hält, wo wir Hindernisse haben. Die Hindernisse aus dem Weg räumen. Entweder die Angst und Zweifel, also diesen Gefühlen, oder wenn jemand sich gefangen fühlt im Arbeitsplatz oder noch in einer Beziehung, davon zu befreien ohne Angst. Das Thema ist heute Handeln. Die Kraftfeld oder kosmische Energie zeigt Imisch. Imisch ist die Mutter Erde. Die Mutter Erde aber in Wasserelement, dieser Urmeer, wo alles entstanden ist, die ganze Schöpfung. Das ist Mutter Erde, diese Gebärende, Ernährende und zeigt uns Urvertrauen, die Einheit mit der Quelle des Lebens, unserer Intuition und da die Empfänglichkeit. Als Krafttier herrscht die Delfin oder Krokodil. Halbedelstein ist Granat und Hämatit und Edelstein Rubin wird auch dazu geordnet. In unserem Körper herrscht Imisch über unserem Blut, unseren Hormone und die Sexualorgane. Und das ist diese ernährende und gebärende Energie. Und mit diesen Gefühlen können wir gerade etwas beginnen, in Tat umsetzen. Die Mondenergie zeigt Manik, die blaue Hand. Und das bedeutet Heilung, Handlungen. Das symbolisiert die Spiritualität, auch die Medizinrat und Heilung. Ich möchte noch etwas erklären über diese Maya-Kalender. Die hellste Stern im Himmel ist Sirius. Sirius befindet sich im Stammbild Großer Hund. Das gehört zum Orion. Wenn Sirius aufgeht, dann folgen die Plejaden. Sirius und die Plejaden war bei Ägyptern verehrt, weil das zeigte die Nilüberflutung, die Fruchtbarkeit, die Reichtum. Sirius bedeutet Wegweiser, weil beleuchtet den Weg und dann folgen die Plejaden. Die Plejaden sind 7 Geschwister, die Töchter von Atlas. Die bekannteste von Plejaden ist Alkyone und bildet eine Zentralsonne. Und die anderen Plejaden und unserem Sonnensystem bewegt sich um diese Alkyone. Also wir haben eine spiralförmige Bewegung und gehen wir natürlich von unserem Sonnensystem in einen anderen, feinstofflicheren Energie fällt über und das ist schon die spirituelle Richtung, eine Öffnung, weil was hier bei diesem Portaltagen auch öffnet. Unser Sonnensystem braucht für diese Bewegung 26.000 Jahre. Das entspricht einem platonischen Jahr und das entspricht durchschnittlich unserem täglichen Atemzüge. Ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre und Dezember 2012, dieser ganz berühmte Datum vom Maya-Kalender, heißt, wir betreten uns gerade in Wassermann-Zeitalter. Vor diesem Wassermann-Zeitalter waren wir noch in Fischen-Zeitalter. Und vieles hat sich verändert, schlagartig.
und auch die Entwicklungen, auch die Entdeckungen und technischen Entwicklungen, das geht rasend voran. Das ist natürlich Uranus-Energie und Uranus herrscht auch über die Tierkreiszeichen Wassermann. Was uns für unserem Bewusstsein wichtig ist, befreit zu sein, alles was uns bedrückt, bewusst zu sein, unserer Einzigartigkeit, aber in Gemeinschaft leben und für andere auch da sein und unseren Ideen umsetzen in Tat, weil das ist schon die Ideenreichtum der Wassermann und wir leben jetzt gerade in diesem Wassermann-Zeitalter. Aber zurück zu diesen Plejaden. Alkyone ist das bekannteste, die zentrale Sonne, heißt die Name übersetzt, der, wo über die Bösen siegt. Und diese Plejaden, diese Geschwister, die weinen, man nennt die entweder Regengeschwister, weil sie verkünden den Regenzeit, oder bedeutet gerade in klassischen griechischen Mythologie wird das so erzählt, die sind die Geschwister, die weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Ich kann das nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt, dieser Bruder ist unserem Sonnensystem und diese Idee kam bei mir, weil unsere Sonne ist männlich, also zeigt eine männliche Energieform. Mond ist weiblich, Sonne ist männlich. Und wenn das um die Brüder geht, gehe ich davon aus. Ich kann das nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt, dass hier unserem Sonnensystem handelt, wo genau in diesem Brunnen gefallen ist. Und hier stehen wir in Verbindung mit dieser Märchenfrau Holle, wo wir in unserem Lebensweg die Entscheidung treffen, in welche Richtung gehen wir. Richtung Licht und Liebe oder lassen wir Angst zu, dann öffnen wir uns in Gefühlen, was in die negativen Gefühlen gehört, öffnen wir Pandoras Büchse. Natürlich gibt es dann auch Eingriffe von außen. Und wenn wir die Realität sehen möchten, die Realität in unserer Welt ist, es gibt nicht nur das Gute, es gibt auch das Böse und wir brauchen auch Schutz, wir brauchen auch Selbstschutz. Und hier öffnet sich ein Tor bei diesen Portaltagen zu dieser Zentralsonne in dieser feinstofflichen Energie. Und das möchte ich auch nochmal erwähnen, welche Übung könnt ihr da machen, einen Kreis zu bilden und ihr seid in die Mitte, das symbolisiert auch die Sonne, ein Kreis und ein Punkt in die Mitte und das zeigt unserem Selbst und zu unserem Selbst zu stehen und sagen, hier ist meine Grenze und das symbolisiert mein Leben, das ist mein Königreich und hier herrsche ich. Und die, wo ich einlade, die dürfen mein Königreich betreten und die, wo unerwünscht sind, sollen draußen bleiben und ich setze Grenzen. Und das hilft im Leben, weil das stärkt euch und stärkt auch euren Selbst, eine selbstbewusste Auftreten. Und das könnt ihr im Ausdruck bringen, ohne Zweifel, ohne Angst, weil diesem Recht habt ihr. Weil wir müssen die Verantwortung übernehmen über unserem Schicksal, über unserem eigenen Leben. Was soll das sonst machen? Das müssen wir selbst tun. Und es gibt Menschen, die diese Unterstützung auch geben und Liebe und Freundschaften. Und dafür können wir auch mal eine Dankbarkeit aussprechen. Und das war dieser Portaltag für 21. März. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video
wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.